hat die Frisur, so wie ich sie tragen würde. Ja, und sie ist wirklich gar nicht schwer. Das Einzige, was ihr dazu braucht, ist wieder eine Haarbürste, womit ihr die durchkämmt, eure Haare. Also wenn ihr jetzt auch nur eine einfache Bürste habt, jetzt nicht unbedingt einen Tangle-Teaser, macht das auch überhaupt nichts. Und dann braucht ihr einen Toupierkamm. Dieser hier ist jetzt von Red Rocks. Mit dem kann man super gut abteilen. Also ich habe, der ist total spitz hier vorne. Zeig euch das mal. Der hat auch so eine coole Form, liegt total gut in der Hand. Und oh, ich liebe diese Farbe. Ja, auf jeden Fall braucht ihr diesen. Den findet ihr auf Red Rocks für 4,99 €. Und ihr braucht Haarspray. Wieder meine Notfalllösung hier, also bitte kauft euch das nicht. Also ich lege euch das nicht ans Herz, weil hier steht nämlich starker Halt und es hat keinen starken Halt. Also auf gar keinen Fall kaufen. Das ist nur wirklich eine Notfalllösung. Und ja, was ihr noch braucht, sind Bobbypins. Ich habe hier ein paar Stück in einer kleinen Box drin. Und einen Haarglätter. Leute, wenn ihr ein JHD habt, dann beneide ich euch, weil ich habe hier so einen kabellosen, der steht hier auf so einer Station. Da nehme ich ihn immer ab. Aber ich möchte so gerne einen JHD haben, so gerne. Aber naja, der ist ja auch nicht gerade ganz günstig und ja. Erstmal muss dieser hier ausreichen und er reicht auch für diese Frisur. Ich guck mal hier, er hat es ganz brav gemacht. Mein Kleiner. So, als erstes bürste ich mir die Haare durch mit meinem Tangle-Teaser. So. Und dann teile ich mir hier so ein paar Strähnen ab. Also, Moment. Sieht jetzt super cool aus. Auf jeden Fall teile ich mich hier erstmal die erste Partie von oben ab und toupiere das dann von der hinteren Seite immer schön runter. Und da mache ich dann ein bisschen Haarspray drauf. Und lass das nach vorne hin wegfallen. Und das mache ich jetzt partienweise bis zum Hinterkopf. Das fast lassen. So. Und dann nehmt ihr hier von der Seite auch noch mal ein paar Strähnen. Macht ihr natürlich auch wieder von unten. So wieder zurück. Zieht das mit den Haaren ein bisschen glatt. So, und dann habt ihr hier schon mal auf jeden Fall das alles schön toupiert. So. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen Schwung in die Haare bringen. Und das bekommen wir mit dem Haarglätter hin. Und zwar nehme ich dafür einfach immer die Spitzen, die ich habe. Also gehe hier so ein bisschen mit runter. Habe hier Spitzen. Schnapp und einmal nach innen drehen.
So, und dann haben wir hier so ein kleines Gebaumsel. Gebaumsel. So. Hier vorne, ja, das ist erstmal nicht so schlimm. Genau, und dann nehmt ihr die nächste Strähne und wieder nur die Spitzen. Und schnapp und wieder nach innen drehen. Schön langsam und ja, haben wir wieder so was Schönes nach innen. Und das macht ihr jetzt mit jeder schon mal hier, dass es so ein bisschen mehr Schwung hat. Und das gleiche wollen wir halt auf der Seite auch hinbekommen. Und ja, dann machen wir eigentlich genau das gleiche wieder. Also ich nehme mir immer hier so einen schönen den Kamm dafür und dann teile ich mir das wieder ab. Nehme mir wieder die Spitzen und schnapp und nach N. So. Und dann wieder Strähne für Strähne dasselbe. Wie auf mir das immer hier noch extra, den Pony. Und drehen mir nach außen oder nach innen. So. Und dann schön zur Seite weg. So. So liegt der ganz gut. Und die auch nach außen hinweg drehen, damit wir eine gewisse Symmetrie haben. So, und wenn wir das soweit haben, nehme ich mir einfach zwei Bobbypins und drehe mir den Pony ein. Ihr könnt ihn euch natürlich auch einflechten, aber ich drehe ihn mir ein. Und stecke ihn mir seitlich fest. So, und das mache ich auf der anderen Seite dann auch. Das dann auch nicht mehr im Gesicht rum und man hat Gesichtsfreiheit. Ich komme noch mal näher ran. Ihr könnt euch das natürlich hier auch mit so Blümchen wegstecken oder was ihr da habt. Sieht man die hier an der Seite halt auch ein bisschen, aber das ist weniger schlimm. So, und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Ja, und so würde ich zum Beispiel auf eine sommerliche Beachparty gehen. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen ganz schönen sonnigen Tag, der ja heute ist. Bis bald. Ciao.